guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben vor 6 Wochen einen gemeinsam akkreditierten Stufenplan vorgelegt. Dieser bildet seit damals die Grundlage für unsere Maßnahmen. Planungssicherheit ist dabei unsere oberste Prämisse. Für die Menschen, für die Schulen, für die Wirtschaft, den Tourismus und für viele andere. Wir alle planen unsere kommenden Wochen und Monate. Wir planen die Familie, die Ferien, die Schulen und auch die Weihnachtsfeiertage. Die Wirtschaft, insbesondere der Tourismus, plant die Wintersaison. Wichtig ist es, dass die Menschen jetzt schon wissen, wo die Reise hingeht, sollte sich die Pandemie so weiterentwickeln, wie es die Hochrechnungen aktuell zeigen. Wir folgen daher heute dem bewährten Prinzip, dass wir die Stufen rechtzeitig definieren und bekannt geben. Herr Bundeskanzler, es freut mich, dass wir heute gemeinsam Initiative ergreifen und zusammen mit den Ländern nach dem bewährten Prinzip des Stufenplans die weiteren Schritte vorstellen können. Wir haben die Tradition in Österreich, dass die Maßnahmen immer auch von den Bundesländern, von den Gemeinden, den Bürgermeistern, aber auch Ärztinnen und Ärzten mitgetragen werden. Das ist gut und wichtig. Das letzte Mal, als wir uns in dieser Runde getroffen haben, ging es um den sicheren Start in den Herbst. Seit damals ist die Lage in Österreich stabil gewesen. Jetzt sehen wir wieder seit einigen Tagen einen Wachstum im Infektionsgeschehen. Wir erstellen ständig neue Prognosen für den Verlauf der Pandemie und diese zeigen uns, aufgrund der steigenden Zahlen werden wir die 300 Betten, also die Stufe 2, aller Voraussicht nach bald erreichen. Was aber klar ist, wir sind mit unserem Stufenplan gut darauf vorbereitet. Und um noch besser gerüstet zu sein, haben wir heute gemeinsam eine 4. und 5. Stufe definiert. Bevor ich Ihnen diese jetzt im Detail erläutere, noch einmal zum Verständnis. Wir werden ihn geschützt und getestet unterscheiden. Das bedeutet, dass alle, die einen aufrechten Schutz durch die Impfung oder durch eine kürzlich durchgemachte Infektion haben, sind von diesen Maßnahmen kaum betroffen. Alle, die derzeit ausschließlich getestet sind, sind nicht vor dem Coronavirus geschützt und daher stärker von den Maßnahmen betroffen. Ich möchte Ihnen jetzt die wichtigsten Punkte erläutern. Die Stufe 3 kennen Sie ja bereits. Neu ist, dass die Stufe 3 ab 400 Intensivbetten ohne 7-Tages-Nachlauf aktiv sein wird. Sie wird also sofort aktiv, wenn wir diese Bettenzahl erreichen. Die Stufe 4 wird ab einem Belag von 500 Intensivbetten aktiv, wieder ohne 7-Tages-Nachlauf. Dann gilt, überall, wo wir bisher 3G haben, wird 2G, also geschützt, Voraussetzung für einen Zutritt sein. Darüber hinaus wird am Arbeitsplatz 2,5G gelten. Es werden also nur noch PCR-Tests akzeptiert. Die Stufe 5 wird ab einem Belag von 600 Intensivbetten aktiv, wiederum ohne 7-Tages-Nachlauf. Sollte es wirklich notwendig sein, wird es dann Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs wird dann für ausschließlich Getestete nur noch aufgrund einiger weniger Ausnahmegründe, wie zum Beispiel Grundversorgung oder die Arbeit, möglich sein. Meine Damen und Herren, ich bin Gesundheitsminister. Meine Aufgabe ist es, Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben, zu schützen und dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem funktioniert. Das gilt ganz besonders auch für die Intensivstationen. Das Gesundheitsministerium sorgt dafür, dass wir Impfstoff für alle haben, dass es in Österreich genug zur Verteilung kommt und dass wir zu jedem Zeitpunkt über die Lage im Land Bescheid wissen und dass wir eine möglichst gute Prognose für die kommenden Wochen haben. Meine Aufgabe ist es aber auch, Ihnen ganz klar und deutlich zu sagen, was auf Sie zukommt. Und deswegen sage ich heute, ja, es ist möglich, dass es wieder zu Einschränkungen kommt, besonders für die ausschließlich Getesteten. Ja, es wird davon abhängen, wie wir uns alle in den nächsten Wochen verhalten. Ja, wir werden das nur gemeinsam schaffen können. Den Weg, wie das ausgehen kann, haben wir Ihnen gerade beschrieben. Meine Damen und Herren, ich möchte auch klar und deutlich sagen, es gibt eine Alternative zu den eben beschriebenen Stufen und Einschränkungen, die auf uns zukommen.
die Impfung. Ich möchte an alle appellieren, die noch überlegen. Mit einer Impfung schützen Sie sich selbst, die Menschen, die Ihnen nahestehen und uns damit alle. Bitte vereinbaren Sie noch morgen einen Impftermin. Danke. Herzlichen Dank. Gibt es eine Frage? Herr Haberhauer von der APA, bitte. Die eine ist diese Marke von 30%, 600 Betten, die ist recht knapp an dieser kritischen Marke von 33%. Reicht das aus, diese Stufen, falls das erreicht werden sollte, dass man dann die 33% nicht überschreitet? Das wäre die eine Frage. Und der Bundeskanzler hat ja schon gesagt, ein Lockdown für alle ist aus jetziger Sicht definitiv ausgeschlossen, oder? Und zur Impfung hätte ich eine zweite Frage, nämlich derzeit können ja bestimmte Berufsgruppen oder Risikopatienten ab 6 Monate nach der zweiten Impfung den dritten Stich sich abholen. Ist da angedacht, dass das vielleicht ausgeweitet wird auf alle Bevölkerungsgruppen auch darüber hinaus oder nicht? Wir haben Mitte dieser Woche die 3G-Regelung am Arbeitsplatz beschlossen. Das ist ein weiteres Sicherheitsnetz. Wir haben jetzt in bewährter Weise nach Rücksprache mit den Ländern, es hat übrigens eine einstimmige Zustimmung zu diesen Maßnahmen zur Stufe 4 und 5 auch von den Ländern gegeben, die weiteren Schritte skizziert. Ich glaube, dass wir mit diesem Stufenplan deutlich den Menschen sagen, was auf sie zukommt. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Und dass wir damit möglichst verhindern, dass wir in Richtung 30% und 600 Intensivbettenauslastung kommen. Aus meiner Warte ganz klar, es geht sich für mich nicht aus, dass wir wieder einen Lockdown für Geschützte bzw. Geimpfte machen. Das macht auch eigentlich aus virologischer Sicht keinen Sinn. Und es ist ganz klar, dass mit den heutigen Maßnahmen etwas verbunden ist, nämlich ein Appell. Das soll ein Anreiz sein. Wir wollen, dass die Menschen impfen gehen. Wir glauben, da gibt es noch einen Prozentsatz, die zögern, die zaudern, die sich noch überlegen. Aber das geht sich eigentlich gesamtgesellschaftlich nicht wirklich aus. Das heißt, unsere Bitte ist, dass wir versuchen, jetzt sozusagen mit diesen weiteren Stufen zu skizzieren, dass wenn wir nichts tun als Gesamtbevölkerung, jeder Einzelne von uns, dann kann es in diese Richtung gehen. Wollen wir dorthin? Na, sowieso nicht. Keiner von uns will es.